Video ist ja leider unser König Max gestorben. Das ist echt blöd gelaufen. Aber Freunde, wir werden auf jeden Fall uns rächen, damit Max seine verdiente Rache bekommt. Aber Leute, wir könnten Denergy wirklich nicht sterben lassen. Überlegt mal, wenn Denergy gestorben, dann wäre das echt... Oh, das wäre nicht gut ausgegangen für ihn. Ich meine, auch nur noch ein Herz, Freunde. Und ey, das wäre so doof gewesen. Deswegen finde ich es richtig gut, dass Max sich auf jeden Fall für ihn eingesetzt hat, Freunde. Aber wir wollen heute auf jeden Fall ein bisschen noch in die Koppelminen gehen. Denn ich habe einiges da, Leute. Das will ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen. Und zwar, ich habe hier ein bisschen weitergefahren, damit wir, Freunde, auf jeden Fall die Powerberger Burg wieder richtig cool aufbauen können, Freunde. Aber jetzt nehme ich erstmal hier zwei Kupferbahnen raus. Denn ich wollte mir auf jeden Fall auch noch ein neues Item craften. Und zwar wollte ich mir craften nochmal aus deinem Ding hier und dem ein neues Fernrohr. Ihr wisst, Freunde, mit dem Fernrohr sind wir auf jeden Fall immer gut dabei und können alles sehen, was zum Beispiel weiter weg passiert. Das ist echt wichtig, Freunde. Aber, hä? Moment, guck mal da hinten, das ist doch mein Pferd, oder? Hey, ich geh mal hin, Leute. Hey, was macht mein Pferd denn da hinterm Restaurant? Oha! So, ich würde sagen, ich gehe mal hin und guck mal, ob das mein Pferd ist. Hey, nee, das ist nicht mein Pferd. Moment, ich rufe mein Pferd mal her. Komm her! Das hier ist mein Pferd. Oha, das heißt, das kann auch nicht Blackjacks Pferd sein. Da muss das ein Pferd von irgendwem anders sein, Freunde. Hey, echt komisch. Oh, das wäre cool, wenn wir das auf jeden Fall verstecken würden hier. Dann könnten wir das irgendwem schenken demnächst nochmal. Aber Freunde, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier zur Stadt und gucken mal, was wir hier alles noch reparieren müssen, Leute. Oh, hier ist ja echt alles noch kaputt, ey. Ah, aber das ist auch die Schuld von Blackjack und mir, Freunde. Wir haben ja hier eine Falle für Alfie gestellt. War übrigens auch nicht so cool. Momentan sind wir mit den Ampelkriegern so sozusagen verbündet. Also ich jedenfalls, nicht die Powerbergerritter, aber auf jeden Fall ich, Freunde. Aber ich würde sagen, Leute, wir gehen erstmal nach oben. Aber, hä? Leute, guckt mal, Russik hat gerade geschrieben, wo bist du? Ich würde sagen, wir schreiben ihm mal, bei der Powerberger Burg bin ich. So, bei der Powerberger Burg. Hey, wie schnell bist du denn, Junge? Wir sind geboostet, Bro, guck dir das an. Guck mal, du kannst mich niemals einholen. Ey, ah, sowas. So krieg ich super. Niemals. Ja, komm, ich spiele, fang mich doch. Ja, aber ich fang mich. So, zadadalala, guck mal, ich bin schneller. Bro, ich bin selbst schneller als dein Pferd. Hä, bist du halt wirklich? Wie krass weißt du, ist das? Hä? Weißt du, wieso ich so schnell bin, IT? Nein, erzähl. Weil ich ein Ampelkrieger bin. Wir haben Buffs. Ich weiß, du bist einer von den Ampelkriegern. Oha. Guck mal, IT, ich weiß, wir hatten letztens eine Schlacht, aber das war nichts Persönliches. Ich wollte eigentlich Denergy erledigen. Ja, ich weiß. Und außerdem sind wir doch Verbündete, weißt du? Ja, genau, das habe ich mit Banks mitbekommen, dass du auf jeden Fall ihm einen Gefallen getan hast und deswegen bist du unter Schutz von uns. Und wenn du was brauchst, ist das Ding. Deswegen habe ich dich beim Fight auch nicht angegriffen. Aber Denergy muss dich ja nicht beschützen, weißt du, ich meine? Ja, ich weiß. Cool. Ich hätte vielleicht Alpha auch nicht angreifen sollen. Aber du weißt, Denergy wurde. Ja, Denergy hat halt uns verraten. Ja, aber er hat auch immer noch ein Herz und wenn der sterben würde. Bro, nur weil jetzt jemand ein Herz hat, kann er uns doch nicht die ganze Zeit verraten. Er war eine Woche in den Ampelkriegern klein, nur um uns zu verraten. Checkst du das? Und ja, er hat Banks eine TNT-Falle versucht zu stellen. Ich hab's mitbekommen, aber trotzdem, ey, und dass Max gestorben ist, das finde ich echt doof. Ja, das war vielleicht nicht so cool, aber im Endeffekt, ja, hat Max sich halt für Denergy eingesetzt. Guck mal, das Ding ist, IT, ich habe eine gute Idee. Ja, was denn? Wir machen eine Ampel hier hin, damit es alles besser ist. Hey, du meinst so eine Ampel als Zeichen des Friedens, oder was? Ja, komm mal hoch. Wir müssen uns jetzt eine gute Position aussuchen, denn eigentlich, ich habe kein böses Blut mit dir, ich mag dich. Ja, ich mag dich eigentlich auch, Russik. Siehst du eigentlich, wie schnell ich bin? Guck mal, wie krass dieser Buff ist, hä? Hey, sag mal, woher hast du einen Trank getrunken, oder sind das die Schuhe? Nee, das ist einfach, weil... Wir sind Geheimnisse, Betriebsgeheimnisse, okay? Ah, gut, okay. Guck mal, wie OP ich in dem Fight jetzt wäre. Guck mal, ich komm, zack, boom, weg bin ich. Ey, Russik! Sorry, ja, ich wollte dir nur zeigen, wie schnell ich dann wieder weg bin, guck mal. Ah, ich check schon, aber wenn ich nicht mit dem Ding hier verfolge... Oh mein Gott, ich kann es jetzt gar nicht mehr benutzen im Kampf. Oha! Versuch mich mal zu verfolgen. Ja, geht nicht. Guck mal, wie schnell ich bin. Ich könnte höchstens Ender
Perlen werfen, ne? Also das würde noch gehen. Guck mal, wie, ey, das ist, und das Ding ist, dieser Effekt hält 10 Minuten lang. Oha, jetzt sag mal, wie du es machst. Ja, wir haben, okay, ich verrat's dir, IT. Ah. Wir haben Mäuse. Ihr habt Mäuse? Wie? Und die geben uns diese Buffs. Als ob! Ja, hey, das Bro. Das ist zu stark. Ja, deswegen kann ich im Fight dann immer so schnell hingehen, zack, bam, jemanden wegpunchen und dann weglaufen, guck mal. Ja, das ist echt praktisch. Aber weißt du, was IT, ich dann machen kann? Dann krieg ich den Boden davon, zack. Ja, versuch mich mal zu treffen, IT. Komm, wenn du mich triffst, bist du gut. Oh, Ja, du weißt, ich bin Profi. Ich kann es erklären. IT, guck mal, darf ich jetzt Frieden haben? Lass uns eine Ampel bauen. Ich habe was mitgebracht, IT. Und zwar, ich habe grünen Farbstoff mitgebracht. Deswegen habe ich 9 grüne Wolle, dann habe ich jetzt noch, sagen wir mal, 9 rote und ich mache noch 9 gelbe Wollen. So, das heißt, wir hätten jetzt eine Ampel. Wir müssen jetzt, hast du irgendwas dunkle Blöcke? Ja, ich habe hier polierter Tiefenschiefer, habe ich dabei. Hier, zeig mal, guck mal, zeig mal. Die sehen so aus. Okay, das ist gut, das ist gut. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich eine Ampel, komm, wo machen wir die Ampel am besten hin? Boah, wir sollten hier irgendwo machen, wo da nichts ist. Also nicht hier unten hier, irgendwo. Hier. Ja, dann nicht direkt vor der Paulberger Burg. Doch, das ist dann so eine Ampel für die Leute, die reingehen wollen. Dann sehen sie hier, oh, stehen bleiben, Ampel. Ah, ich check, was du meinst, aber wie groß willst du die machen? Nicht so groß. Wie viele Steine hast du dabei, IT? Ich hab 5, 6 Stacks. Gib mal ein bisschen, gib mal einen Stack. Ich zeig dir mal, was ich vorhab und du sagst, ob es gut ist. Guck mal, ja, okay. Machen zum Beispiel jetzt sowas hier. Zack, zack, zack. Eine Ampel muss man ja auch ein bisschen sehen. Und dann würde ich einfach sagen, das ist sie, sage ich mal, ne? Ja, okay. Dann ist hier noch so ein Dinger. Dann ist hier vorne die Farbe. Dann müsste man hier halt vielleicht sowas machen. Guck mal, von vorne sieht es nach was aus. Und dann wäre halt hier die eine Farbe. Oh Gott, ich glaube, das wird zu groß. Ja, aber da können wir die nicht bauen, Russik. Das sieht man die Powerberger Bunker nicht mehr. Die Ampel ist zu groß, Bro. Ja, nee, das können wir nicht machen. Wir können die zwar so groß bauen, aber wir müssen die woanders bauen. Hier ist nicht der richtige Ort. Na gut, du hast recht. Vielleicht ist es doch ein bisschen zu groß. Alle da oben sind Blöcke, bau die mal ab. Aber wo? Okay, pass auf, ich mach dir einen Vorschlag. Hier unten ist ja auch cool, wenn man da hinkommt, oder? Ja. Und hier ist ja auch noch Platz. Lass hier hin, hier. Ja, hier würde ich auch sagen. Dann machen wir sie genauso, guck mal, hier, zack, zack, 3 Stück, dann mache ich hier, bam, dann machen wir hier so ein Ding drumherum, genau, dann machen wir hier noch so ein Ding, zack, 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 sollen wir die Ampel, Achtung, ich spring mal weg vom Block, eins höher, so? Nee, das, ja, das ist perfekt, und dann kommt zum Beispiel, warte, dann kommt grün ja hin, guck mal, zum Beispiel, wir machen jetzt hier so grün hin, ja, ich check, was du meinst, und das so in 3x3, oder? Denkst du 3x3? Das ist schon groß, oder sollen wir lieber 2x3? Nein, so ein Friedenssymbol muss auch ein bisschen größer sein. So, und dann die nächste Farbe. Ja, und dann kommt hier wieder so eine Schicht drauf. Okay, ey, lass das echt machen, das ist cool. Und dann hier direkt das Gelbe? Nee, erstmal so ein Ding dazwischen, so ein Block dazwischen, weißt du? So einen schwarzen Block, meinst du? Ja, so ein Block dazwischen. Ja, okay, mach mal. Ey, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, was sagen die Paulberger Ritter am Ende dazu? Notfalls machen wir es einfach weg, Bro. Ja, okay. So, guck mal, wie groß die Ampel wird. Nice. Okay, jetzt die nächste Schicht hier. Und dann kommt rot. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. So. Okay, das ist echt riesig. Warte mal, ich hab noch ein bisschen Blöcke hier. Das ist echt groß, IT. So. Okay. Und jetzt nur noch eins drüber hier so, ne? Ja, und dann so ein bisschen abrunden so, weißt du? Ja, nee, das reicht. Sollen wir mal gucken von unten, wie das aussieht? Ja, okay, schwing mich mal rüber, wir gucken mal. Okay, ich bin... Oha! Alter, da ist eine riesige Ampel. Hey, die sieht echt gut aus, sag mal ehrlich. Cool, wie cool, hä? Da ist einfach eine riesige Ampel. Ich weiß auch nicht, was Max hat so dazu sagen, dass hier eine Ampel steht. Ich weiß es auch nicht. Wir haben gerade eine riesige Ampel gebaut. Ich meine, die Idee ist schon gut, wirklich, aber ein bisschen großes Ding, oder? Weiß ich nicht. Also an sich sieht es cool aus. Einfach so eine Ampel als Friedensding? IT, das ist unser erstes Bauprojekt zusammen. Checkst du das eigentlich? Ja, wir haben
jetzt einfach was Eigenes hier auf die Beine gestellt. Oh, aber Rustik, ich habe ein bisschen Angst, dass sie abgerissen wird von den anderen, du weißt. Bro, guck mal, wie groß die Ampel hier einfach steht. Was ja, sagst du dazu? Also ich finde die nice. Ich finde die auch nice. Guck mal, man geht hoch, dann weiß man direkt, okay, Ampel, gefährlich. Tag, und dann läuft man weiter. Ja, Ampel aber ich weiß nicht, auf die Burg. Ich weiß nicht, wie Max davon begeistert ist, wenn er jetzt gerade ein Herz von einem... Obwohl, weiß Max, dass Alfie kein Ampelkrieger mehr ist? Nee, das weiß Heinke noch nicht. Happy Alpha ist kein Ampelkrieger mehr. Ja, Banks sollte ihn rausschmeißen, weil er die ganze Zeit von Alpha-Clan redet. Oh, oh, hey, aber du weißt, dass Alpha gefährlich ist, nicht, dass es Stress mit euch anfängt oder so. Ja, aber ich habe jetzt nicht wirklich Angst vor ihm. Guck mal, ich kann dir die Geschichte erzählen. Das Ding ist, er war ja ein Member von uns und dann wurden Clips von ihm geleakt, weil er die ganze Zeit sagt, Ampelkrieger sind langweilig, ich will Alpha-Clan aufmachen. Dann hat Banks ihm eine TNT-Falle gemacht, er ist reingedappt, hat sie aber überlebt. Dann war er sauer, dann habe ich mit ihm geredet und habe ich gesagt, das war Denergy. Hä, zu mir hat er auch schon öfter gesagt, er will den Alpha-Clan aufmachen mit mir. Ja, der will es die ganze Zeit machen, deswegen glaube ich, dass er jetzt wirklich durchzieht und Banks wird ihn raushauen und er hat ihn schon rausgehauen. Ey, dann ist er wieder alleine, wenn er keine Mitglieder kriegt. Ja, vielleicht wird er dich, wenn er dich schon... Bist du in den Alpha-Clan? Nein, ich bin Powerberger Ritter! Powerberger, Powerberger! Guck mal, Schild! Okay, besser ist, aber... Weißt du, was auch noch cool wäre, wenn die Ampel leuchten würde? Das wäre so cool. Ja, aber kriegen wir das irgendwie hin? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, ne. Aber wir sollten vielleicht so ein Schild machen, weißt du? Dass wir da unter ein Schild setzen, damit auch jeder checkt, dass es ein Friedenssymbol ist. Okay, gute Idee. Vor allen Dingen auch mit Unterschrift, okay, Rossik, Unterschrift. Hast du ein Schild dabei? Ich kann was besorgen. Hier, crafte mal. Warte, ich kann auch, so. Okay, dann zack. Du ein Schild, ich ein Schild, würde ich sagen. Zack, warte, wir brauchen jetzt erst, oh, da war eine Crafting Table, ups. Oh, wir werden attackiert. Achtung, IT. Ja, aber ist doch, wir sind Profis. So, Schilder sind fertig. Hier ein Schild für dich. Ah, ich danke dir. So, okay, jetzt stellen wir das hier hin. Nach unten. Nicht so ran, oder? Ich mach's in die Mitte. Ich schreibe einfach hin. Friedensampel. Friedensampel, was noch? Was stellen wir noch hin? Der Ampelkrieger und Powerberger Ritter. Ich mache Ampelkrieger X. Paulberger Ritter. Guck mal, das ist das erste Schild. Wie findest du? Okay, ich gucke. Friedensampel der Paul. Okay, sehr geil. Das sieht gut aus. Okay, und jetzt musst du links dein Autogramm setzen und nicht rechts. Okay, ich setz hier. Schreib hin. Gebaut ganz oben. Ja, gebaut. Dann leert, also eines weiter und dann Rustik. Und dann halt bei dir IT. Gebaut. Rustik und IT? Dein Name einfach. Guck hier, gebaut, Rustik und dann hier, guck mal das Schild von mir an. Ah, ja. Ich checke. Achso, du hast sogar noch ein, ja, du hast besser gemacht, warte. Ja, aua. Ich werde die ganze Zeit angegriffen von diesen Viechern. Rustik. So, guck mal, wir haben jetzt hier eine Frieden, ey, die, ne. So. So. Jetzt reicht's hier aber auch mal. So. Okay, das ist jetzt ein offizieller Friedensvertrag, sagst du? Ja, sollen wir doch schriftlich aufsetzen? Oh, können also, wir guck machen. Mal, wir können jetzt keinen Friedensvertrag zwischen den Leuten machen, aber wir können einen Friedensvertrag zwischen uns machen. Ja, okay, da sehe ich mich. Hast du ein Buch? Nee, du? Ja, wir könnten noch eins besorgen. Ich habe hier unten, glaube ich, noch was drin. Komm mal mit. Was ist das denn? Zeigst du mir die geheime Base von dir? Hä, kennst du die nicht? Das ist die alte geheime Base. Nee, die kannte ich gar nicht. Ich kannte nur die eine geheime Base im Wasser. Hä, das ist die davor. Ach doch, gar... Ah, Rustik, lebst du hinterm Mond oder was? Ja, aber Bro, ich war halt hier nie. Was soll ich machen? Ich bin Ampelkrieger und nicht Powerberger Ritter. Woher soll ich wissen, wo ihr eure Basen habt? Weißt du, ich meine? Ja, gut, ich check. Das okay. Ist ja eure Base, Bro. Oha. Dann trete ein, die Gefälle der Powerberger Ritter. Oha, cool. Ich war hier noch nie drin. Hier ist das meiste schon leider geklaut worden, aber hier sind noch einige Items. Und reicht's für ein Buch? So, ich hab ja, schon mal Leder. Aber wir brauchen Buch und Feder. Hähnchen müssen wir. Dann schlachte mal ein Hähnchen ab, Rossik. Ich mach das Buch. Okay, ich hab eine Feder. Sehr stark. Jetzt brauchen wir ein Crafting Table.
So, hier die Feder. So, ich hab ein Buch. Jetzt brauchen wir nur noch Inksig. Hast du? Ja, wir können suchen. Wir haben bestimmt hier einen. Alter, das ist sehr gut. Da, schwarzer Farbstoff. Ich glaube, so geht's, ne, oder? So. Nee, wir brauchen wirklich das Ding. Warte. Ja, ich guck mal hier hinten. Hier sind auch noch Räume. Ja, wir brauchen echt den Tintenbeutel, Bro. So, kein Problem für uns. Habt ihr? Ich hab. Oh, nice. Einfach Tintenbeutel, perfekt. Okay, dann können wir den Vertrag aufsetzen. Gut, Russik, dann würde ich sagen, fang du mal an und schreib den Vertrag. Ich hab dir hier, ich geb dir ein Buch, warte, wir gehen dafür hier hin. Zack. Okay, ich schreib jetzt hier, Vertrag erstmal oben links, dann, nee, Vertrag und dann mache ich zwischen IT und Russik. So, dann machen wir so, wir... Oha, werden Leute, wir kriegen einfach unseren eigenen mit Friedensvertrag. Diesem Vertrag, unsere... Oh mein Gott, sehr stark, Leute, noch mehr Verbündete auf meiner Hände Seite. Reichen. Auf den, weißt du? Ja, ich check so. Schon. Der Frieden zwischen uns beiden herrscht, solange dieser Vertrag... Solange dieser Vertrag existiert. Ja, so. Dann, ja, dann müssen wir uns unterschreiben. Aber du wirst ihn unterschreiben. Ich schreibe jetzt hier. Nee, du musst unterschreiben. Nee, und dann musst du das Buch schließen und einer muss das Buch signieren. Ich schreibe jetzt geschrieben von Russik, unterschrieben von Russik, signiert von IT, damit alles legitim ist. Guck erstmal, ob es passt. Guck mal. Ja, ich gucke. Zweite Seite sind dann die ganzen Forderungen. Also du hast schon mal Vertrag geschrieben. Das ist schon mal ein bisschen falsch. Oh. Okay, zwischen IT und Russik. Wir werden uns in diesem Vertrag... Oh, das macht das R hin. Wir werden uns mit diesem Vertrag unsere Hände reichen, unsere... Der Frieden... Digga, was hab ich... Russik, Mann! Analphabet. Ja, okay. Ich hab ein paar Buchstaben vergessen, Bro. Was soll ich machen, Mann? Okay, Russik, ich würde sagen, das sieht sehr gut aus. Ich hab signiert. Hier. Okay, jetzt ist es unser Friedensvertrag. Ja, so. Und jetzt duplizieren wir das noch. Komm mit. Okay. Damit es zwei von den Büchern gibt. Checkst du? Aber das eine ist das Original, das eine ist die Kopie, oder wie? Ja, ja, ich will auch eins haben, Russik. Okay, hier. Okay, wir haben jetzt einen Friedenspakt, IT. Du weißt selber, du hast nur noch ein Herz. Warte, IT, ich hol dich jetzt! Hey! Naja, Witz. Wo ist das Wasser hin? unterm Boden irgendwo. Ja, echt komisch. Das ist Half-Steps. Du musst dann die Decke platzieren. Half-Steps. Irgendwo ist dein Wasser, wenn du es nicht eingesammelt hast. Okay. Ich mach erstmal ein Buch. So, wie dupliziere ich das denn jetzt? Keine Ahnung. Ich wusste immer, dass man es duplizieren kann. Doch, kann man! Okay. So, Russik, ich mach das eben. Zack. Dann habt ihr eins. IT. Ja, jetzt hab ich's. Pass auf, wir haben ja einmal den Friedensvertrag original und eine Kopie. Siehst du? Okay. Kopie, ja. Okay, ich würde sagen, ich nehme den Original und du kriegst die Kopie. Hey, warum das? Andersrum. Warum, IT? Ich hab den geschrieben. Ja, gut, okay. Gut, damit haben wir jetzt einen offiziellen Friedensvertrag. Sehr schön. Zwischen uns beiden, ne? Ich kann nichts dafür, wenn dich ein anderer Ampelkrieger attackiert. Ja, aber ich bin doch mit Banks gut, mit Flo gut. Ja, deswegen. Aber man weiß ja nie, was passiert. Du siehst ja selber, gestern hätte auch niemand damit gerechnet, dass Alfie einfach Max tötet. Ah, ich weiß, es kann alles passieren, Russik. Es ist, wie es ist. Aber ich habe noch etwas für dich. Komm nach oben. Ja, okay. Guck mal, IT, wir haben jetzt hier eine Ampel gebaut, plus einen Friedensvertrag zwischen uns beiden. Hier wird jetzt von den Ampelkriegern zumindest nichts passieren. Ich weiß nicht, was die TikTok-Clan-Member machen oder sonstige. Aber bei uns bist du sicher. Ja, und dann habe ich jetzt noch anderes für dich. Oh, was hast du noch? Erzähl! Und zwar habe ich noch... Wir müssen zu der Ampel gehen, Bro. Weil neben der Ampel werden wir jetzt etwas platzieren, was uns unser Bündnis ist, weißt du? Komm mit. Ja, okay, zeig her, Russik. Guck mal hier, hinter der Ampel wächst jetzt eine blaue Orchidee. Okay, oh, sehr cool. Nicht so? Das ist eine blaue Orchidee. So, Russik, damit haben wir es. Ja, damit haben wir es. Der Frieden ist jetzt gesichert. Der Frieden mit dem guten alten Aldi.
Okay, dann würde ich sagen, freut mich, pass auf dich auf und lass dir nicht zukommen und die Ampel steht. Ja, okay, die Ampel steht. Wir sehen uns, Rosik, mein Kumpel. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Oha, Leute, jetzt haben wir einfach einen offiziellen Friedensvertrag. Wo ist der Friedensvertrag hin? Ja, okay. Ach so, nee, nicht so wichtig. Ich glaube, der ist hier oben. Okay, sehr schön. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, was ist mit dem Video für heute? Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schaut auf jeden Fall bei Rosik vorbei. Ist ein cooler Typ. Und ja, Leute, ich würde sagen, tschüss.